Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im KV-1. Schwerer Panzer. Unterstützung wurde angefordert. Schwerer Panzer der Stufe 5 der Russen. Ich muss zugeben, ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ding. Es ist jetzt Sonntag. Ich habe am Freitag versucht, 2 Stunden lang mit dem Panzer Videos aufzunehmen, was völlig in die Hose ging. Und jetzt am Sonntag läuft es eigentlich genauso weiter. Mal gucken, wie das Gefecht jetzt läuft. Wir sind auf Kempinovka und genau das macht unser Team auch ganz klassisch. Wie hätte man es denn anders erwartet? Ich mache diesen Shit nicht mit. Wir fahren Richtung Berg, wobei na, wir haben 2 UIs und noch 2 UI Experimental und 1 UI dabei. Damit lässt sich schon arbeiten. Ja, der Tok 2 schreibt's, wobei er selber noch in der Base steht. Ja, geil. KV-1. Er ist langsam, er ist blind. Er hat eine gute Panzerung, 75 mm die Wanne, 110 mm der Turm. Wenn man ihn also einigermaßen anwinkelt, dann kann man mit ihm was machen. Allerdings darf man auch keine Wunder erwarten. Sidescrapen geht ganz gut durch die breiten Ketten. Und ja, die Kanone hat 120 Pen mit AP und 161 mm Penetrationsleistung mit APCR und macht einen Alpha-Schaden von 160 pro Schuss im Schnitt. Das sind Werte, die, ja, auf Tier 5 kann man damit auf jeden Fall super arbeiten. 160 Alpha tut auf jeden Fall einem 5er weh. Tier 6 und Tier 7 finden das dann eher amüsant, würde ich sagen. Und da oben haben wir einen gegnerischen UI. Meine Crew ist kurz vor 100%. Es geht also noch einen kleinen Ticken besser, aber ich glaube, spürbar wird das auch dann nicht mehr so richtig sein. Ja, und unser Team, Wunder, also man kann ja in der Base campen, wenn man jemanden hat, der spotten geht. Aber die haben da unten noch niemanden, der spotten geht. Das ist so geil. Das ist so geil. Und der Cromwell, der es machen könnte, steht auch noch in der Base rum. Oh Mann, ey. Ja, ich mag diese Map deswegen nicht, weil genau in jeder Runde das passiert, was ihr da seht. Und es nervt einfach ohne Ende. Ansonsten finde ich die Map eigentlich ganz cool. Die ist nicht so klein. Und ja, das macht sie halt eigentlich interessant. Sie ist abwechslungsreich, meiner Meinung nach. Und ja, leider wird aber auf der Map unendlich gecampt. Und das ist einfach nur so nervig. So, jetzt kommt hier eine VK-30 und irgendwo ist ja ein UI Experimental. Da ist der UI. Dem hauen wir erstmal mit einem Snapshot einen rein. Und wir können ja eigentlich stehen bleiben. Relativ offen. Denn es gibt keine Artillerie. So. Kriegen wir den nochmal rein? Nee. Der scheint uns erstmal zu ignorieren. Vielleicht kommen wir irgendwie in seine Seite. Ja, wenn wir nicht verschießen würden. Die Kanone, ihr seht, mit 4,23 Sekunden ist das eigentlich ganz okay. Jetzt ist der zugegangen. Hallo? Und meine beiden UIs ruppeln jetzt hier unten rum. Das heißt, ich habe den hier gleich alleine, den anderen UI. Da ist er. Aber er ignoriert uns und dort haben wir einen Stuart. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der UI ist riesig groß und geht zu. Das finde ich echt geil. Und der kommt nicht durch. Da kommt noch ein Stuart. Okay, frontal haben wir witzigerweise kein Problem. Und wir holen uns erstmal schön Schaden ab. Den verschießen wir. Und jetzt ist der Stuart in Deckung gefahren. Und der andere Stuart haut ab. Okay. Trotzdem. Was ist denn hier schon wieder los? Warum sind die in der Base alle gestorben? So, ich kann
Wir haben niemanden mehr, der spotten geht. Das Ding ist durch. Wenn ich jetzt hier runterfahre, macht mich die Hellcat auf. Da steht noch ein Jagdpanzer. Keine Chance. Das ist, nö, ich fahr zurück. Was lebt denn noch? KV1. Der jetzt gerade stirbt. Und jetzt sehen wir genau das Problem vom KV1. Das Ding ist einfach mordsmäßig langsam. Und ehe wir jetzt wieder in der Base sind, ist höchstwahrscheinlich auch der VK30 gestorben. Es sei denn der... Ja, okay. Da ist der VK30 weg. Vom Jagdpanzer gekillt. Und wir sind nur noch zu dritt gegen 5 andere. Und haben einfach nur Panzer am Start, die alle blind sind wie die Nacht. Wir kriegen hier nichts auf. Unser OI wird da jetzt zusammengeschossen und macht auch die Mücke. Ja, und ich sag ja, es ist genau wie am Freitag. Da liefen die Gefechte ähnlich ab. Ich habe so halbwegs meinen Schaden gemacht. Aber irgendwie ist in der Zeit, während ich Schaden gemacht habe, mein Team gestorben. Und ja, dann stehst du auf einmal nur noch zu zweit da und weißt eigentlich gar nicht, was du machen sollst. Bist halt viel zu langsam, um irgendwas zu machen. Und ja, dann passiert halt genau das. Der Rudi ist eigentlich am gefährlichsten für uns. Da haben wir keine Chance. Der macht uns 5 Minuten eher auf, bevor wir überhaupt irgendwas sehen. Höchstwahrscheinlich sind wir jetzt sogar schon offen. Wir laden mal HE, um vielleicht noch die decappen zu können. Da ist der Churchill. Den könnten wir jetzt sogar schießen, aber das ist uns erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal decappen. So, das ist wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich vermute mal, dass hier einer der Gegner hinterm Haus steht. Immer noch nichts offen. Oh Mann, ist das nervig. Feuererlaubnis erteilt. So. Kritischer Treffer. Wir haben sie nicht mal angekommen. Schlecht geschossen von mir. Ziel erfasst. Oh Mann, ey, was mache ich denn für einen Schissel? Wir haben das Ziel verloren. Okay, da hinten steht noch irgendwas. What? Angekratzt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Er schießt HE. Uns eine Kette abgeschossen. Was macht der Jagdpanzer dort? Wirkungstreffer. Nein. Okay, komm, also wir nehmen den noch raus. Erwischt. Immerhin. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Rudi. Wie kann denn der da schießen? Zurück. Die Kette reparieren. Da ist der Rudi. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ist das geil. Der ging voll ist das lustig? Der ging voll durch ihre Immerhin, wir treffen. Oh oh, jetzt schießt er Gold. Und jetzt bin ich gespannt, was... Oh, jetzt ist hier der Church noch da. So, lieber Rudi. Der ist gekettet. Okay, der UI kann scheinbar schießen. Das muss wehtun. Oh, das war HE. Ich habe keinen Schaden mit HE gemacht. What? Und dann schießt der Churchill doch tatsächlich durch das Fenster. Nein. Wir hätten einen rausnehmen müssen. Das gibt's nicht.
Das Problem ist einfach, dass der Rudi den UI höchstwahrscheinlich vorher aufmacht, bevor der UI den erkäppt. Erkäppt! Jawohl, erkäppt! Wie geil ist das denn? Aber dass der Killshot auf den Rudi nicht funktioniert, ist echt ärgerlich. Das war HE und der ging auf die Kanonenblende. Oh, nein! Oh. Ja, und dass der Churchill dann tatsächlich durchs Fenster trifft, ist natürlich mega ärgerlich. So, also wenn der Rudi... Na, von hier aus, er könnte ihn... Der Rudi kann ihn auf jeden Fall nicht mit einem Schuss rausnehmen. Er prallt ab, sehr gut. Nicht so sehr die Seite zeigen. Aber er geht nicht auf. Das ist ja echt krass. Komm. Der Fehler des Rudi war es zu cappen. Okay, er ist jetzt rausgefahren. Wo kann er sein? Er kann eigentlich schon nach hinten durch die Büsche rausgefahren sein. Ich glaube nicht, dass er dort ist. Da wäre er auf. Doch, tatsächlich. Er steht hinterm Haus. Okay. Ah, er hat sich ins Haus gestellt. Okay, 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 okay. Nicht fahren! Der hat geschossen! Ziel! Jawoll! Jawoll! Sehr geil. Sehr geile Runde. Sehr geile Runde. Das war erste Klasse. Wir gehen hier mal raus. Hui, erste Klasse. Schläger, Wirkungsfeuer und der Verteidiger. Schade, dass der Killshot auf den Rudi nicht geklappt hat. Haben wir ihm was kaputt gemacht? Die Ketten und den Fahrer. Ansonsten Jagdpanzer 4 den Motor. Ach, deswegen ist er nicht abgehauen. Jawohl. Aber das ist mit dem Jagdpanzer 4 auch schon ein paar Mal passiert, dass der Motor da ganz schnell kaputt geht. UI-Kette, Stuart Funker und dem anderen Stuart den Fahrer. Ah, wirklich geile Runde. Der UI war gut. 2236 Schaden, 5 Kills. Wir haben 1823 Schadenspünktchen ausgeteilt. Einen Kill haben wir gemacht, Basiserfahrungspunkte 1013, also das ist für einen Tier 5 Panzer jetzt schon eine herausragende Runde gewesen. 31.600 Credits haben wir plus gemacht. Wir haben ein bisschen Gold geschossen, aber nicht allzu viel, von daher völlig in Ordnung. 700 Schaden haben wir ermöglicht, 83 Decap-Punkte haben wir gemacht, 835 Schaden hat unsere Panzerung geblockt. Also eigentlich hat diese Runde wunderbar gezeigt, was der KV-1 kann und was er nicht kann. Er kann Schaden austeilen. Wir haben gesehen, er ist nicht blind. Er macht durch den Busch ein UI oder ein UI-Experimental auf 150 Meter nicht auf, obwohl das Ding einfach groß wie ein Haus ist. Und er kann wunderbar sideshrapen. Der Turm prallt ab. Ihr habt ja gesehen, dass der Rudi durch die Fenster geschossen hat und da ist einiges an uns gebounced. Beim Churchill hatten wir ein bisschen Pech. Aber ja, schöne Runde, würde ich sagen. Und wir springen, nachdem ich die Mannschaft hier mal auf Waffenbrüder gebracht habe. Also, was Waffenbrüder anfängt zu skillen, meine ich. Springen wir noch in eine zweite Runde. Und naja, ob die genauso gut läuft, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir werden sehen. Bis gleich. Legen wir los. Legen wir los in die zweite Runde. Diesmal sind wir Top-Tier und sind auf Minen gelandet. Boah, wir gucken mal kurz. Wir haben hier einen lila Spieler oder zumindest einen Churchill 3, der auf dem Panzer lila ist, dabei. Mal gucken, was der so macht. Dann kommen wir, KV-1S, UI Experimental, der rot ist. Und der Gegner hat zwei UIs und zwei KV-1. Nun gut. Drei Artis. Ne, wir haben drei, der Gegner hat zwei Artis. Das muss jetzt nicht so schlecht sein. Die haben eine Bison und eine SU-122A. Die Bison kann eklig werden. Die SU kenne ich nicht, aber könnte ich mir denken, dass die einen relativ flachen Schusswinkel hat. Und da drüben rödelt doch tatsächlich gleich eine BT-7 Artillerie durch.
aber die dürfte eigentlich nicht so das Problem werden, denn da ist gerade auch ein UI von uns in die Richtung unterwegs. Au! Da hat es schon böse gescheppert bei unserem KV-1 hier. Und da wollen wir ihm doch mal etwas Hilfe zukommen lassen. Der Turm vom UI ist schön weich. Ach, und unser UI Experimental ist nicht darüber gefahren, sondern ist jetzt auch zu uns gekommen. Gut, kann ich verkraften. Normalerweise fahre ich ja auch gerne an die Stelle, wo die BT-7 Artillerie der Gegner jetzt hingefahren ist. Aber ich dachte, ich fahre einfach mal heute hier hin. So, jetzt stehen wir hier und warten. Ich mach mal Luki Luki. Luki Luki. Okay, da hat einer geschossen. Von hinten. Genau. Schönen Dank, UI. Schönen Dank. Das mag ich. Jetzt werde ich noch vom KV-1 jetzt geschubst. Eieiei. Und dann prallt der KV-1 ab. Der Büssi prallt die ganze Zeit schon ab. Und dann nehmen wir ihn auch einfach raus. Und da links ist jetzt noch ein T-67, der natürlich ganz eklig ist hier. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, der ist aber weg. Wer hat den gekillt? Der Panzer 4H. Von wo auch immer. Aber die BT-7 Artillerie ist dort immer noch. Und, aber eigentlich sieht es hier schon ganz gut aus. Wir haben ja auf jeden Fall aufgeräumt. Und dann gucken wir doch mal, ja, dass wir die BT-7 da rauskriegen. Ich bin unterwegs. Tja, einen Schuss vom eigenen Team bekommen, das ist natürlich nicht so schön. Und die BT-7 dürfte uns nicht so groß ärgern, auch wenn die eine HE-Spritze drauf hat. Wir sind halt für den Tier 5 Panzer relativ dick ausgestattet. Mit Stahl. Und da haben wir einen Teamkill am Gegnerteam, okay. Na komm noch mal raus, mein Freund, dann bist du weg. Erwischt. Genau jetzt. Und dann rollen wir Richtung Gegner. Cap. Churchill 3 ist auf dem Berg oben, der müsste da schon was aufmachen oder so. T56. GMC oder GMC, was auch immer das sein soll. Ein Panzerjäger. I don't know, was das ist. Wenn ihr das wisst, T56 GMC, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Können wir auf die Matilda? Oh ja, na, machen wir mal Sniper und Russen. Und kriegen noch den Kill. Ist das nice, ist das nice. So, auf den T67. Ne, kommen wir nicht drauf. Der steht da relativ gut und hat jetzt auch den Panzer 4H von uns rausgenommen. Kommen wir vielleicht auf den da? Ne, Matilda. Hm. So, UI fährt jetzt mit seinen wenigen Hitpoints, die er noch hat, nach vorne. Wir bräuchten halt jetzt irgendwie jemanden, der hier spotten geht. Wobei, es sind ja noch zwei Panzer da. Nur noch einer, der T67. Ich fahre jetzt einfach mal hier Richtung Cap hoch, aber ich vermute mal, er ist einfach auf K3 stehen geblieben. Unsere Artis haben auf jeden Fall gut mitgemacht. Zwei Kills haben die insgesamt gemacht, die generischen Artis haben jetzt keinen Kill gemacht. Wobei man natürlich auch sein kann, dass die einfach nur viel Schaden gemacht haben und niemanden rausgenommen haben. Man weiß es nicht. Oh, wir haben ja auch schon drei Kills, sehe ich gerade. Schön, schön, schön. Ja, und der T67 steht dann immer noch in der Ecke. Da werden wir wohl leider nichts abkriegen. Der Churchill wird es jetzt machen. Der hat eine relativ schnell schießende Kanone. Und zack, genau. Da ist er raus. War jetzt nicht die Mega-Runde wie die erste. Aber für den Tier 5 Panzer mit 1200 Schaden war das auf jeden Fall auch in Ordnung. Und wir haben noch nicht einmal Gold gebraucht. Das war diesmal zweite Klasse. Und juhei! Wir haben unsere erste Erfolgsmarkierung an der Kanone bekommen. Dafür, dass ich den KV-1 jetzt nicht, hier ist er, der Stern, nicht so mega toll eigentlich finde, obwohl ja immer viele sagen, der ist eigentlich sehr gut zu fahren. Ja, sehr schön, nehme ich gerne mit.
Wir schauen uns mal die Teamauswertung an. Wir haben den zweitmeisten Schaden gemacht mit 1205 Schadenspunkten. Der Churchill 3 war, sagen wir mal, der Farbe erwartend eingeordnet und hat auch dementsprechend ausgeteilt. 1378 Schadenspunkte. Wir haben einen Kill mehr, allerdings, uiuiui, der hat ja aber krass, der hat deutlich mehr Erfahrungspunkte bekommen als wir. Wir haben nur 744 Basis-XP und haben insgesamt 29.900 Credits plus gemacht. Ihr seht also, man kann mit relativ guten Runden mit dem KV-1 für den Tier-5-Panzer doch gut Geld verdienen. Gut, wir waren jetzt natürlich nicht tot. Wir haben kein Gold geschossen, aber trotzdem, also ich bin sehr überrascht. 30.000 Credits ist jetzt für den Tier-5-Panzer doch ein relativ gutes Ergebnis. Wir haben 445 Schaden abgewehrt in unserer Panzerung. Ich hatte ein bisschen Glück mit dem T-67. Den habe ich ehrlich gesagt erst gesehen, als der das erste Mal bei uns durchgekommen ist. 180 Schadenspunkte haben wir ermöglicht und insgesamt waren es 1116 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Tja, eigentlich zwei schöne Runden. Mal kurz, ich habe hier noch Ansetzer, die Lüftung und den Waffen, die verbesserten Waffenrichtantrieb drin. Jetzt bin ich kurz mal am Schauen. Ah, okay, der hat keinen vertikalen Stabilisator, denn sonst hätte ich den nämlich eingebaut. Wenn ihr die Auswahl bei einem Panzer habt zwischen einem vertikalen Stabi und einem verbesserten Waffenrichtantrieb, dann wählt tendenziell den vertikalen Stabi. Der macht halt, dass das Fadenkreuz während der Fahrt 20% weniger aufgeht. Und diesen Vorteil wiegt der verbesserte Waffenrichtantrieb nicht auf. Der macht ja, dass 10% schneller eingezielt wird. Nur so viel mal am Rande. Ja, KV1, wenn es euch gefallen hat, die zwei Rundchen, dann lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den KV1 so findet. Ob ihr ihn gut zu fahren findet oder ob ihr ihn relativ schwieriges Fahrzeug relativ schwieriges Fahrzeug empfindet. Würde mich sehr interessieren. Meine Meinung habt ihr gehört. Ja, Däumchen nach oben. Abo dalassen wäre auch schön. Teilt das Video, erzählt euren Freunden davon, wenn ihr meine World of Tanks Videos gut findet. Und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.